Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine wunderschöne Woche. Heute reagieren wir auf Mad Mario 1 bis 5 Deutsch. Ja, habt euch das gewünscht und ich werde das natürlich gerne für euch bearbeiten. Das war doch eine schöne Einführung, Mann. Mario, ich habe deine Prinzessin. Halt Maul, du Eidechse. Du, ja genau du. Was ist eigentlich dein Scheißproblem, du blöde Schnepfe? Wow, du bist böse. Sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Wow, du bist böse. Der Move war geil. Von Poser. Wow, du bist böse. Aber ich verstehe Mario, ne? So, der will ja die Peach retten, ne? Und irgendwie so, der muss da durch die ganzen Landen streifen, der muss, ne? So viel Qualen, so viel Leid muss er ertragen. Hast du es nicht langsam satt, gefangen genommen zu werden? Du blöde Schlampe! Das war aber ein wenig. Glaubst du, ich hab kein Leben? Hab ich nicht schon genug mit Scheiße zu tun? Ich als verdammter Klempner? Soll ich kurz rauchen? Ich habe so viele perfekte Schildkröten getötet! Mann, wenn ich nur noch einen sehe! Gott, beschissene Viecher! Die tun doch bloß ihren Job! Warte, bis ich zu dir komme, du fettes Rindvieh! Du glaubst, ich bin fett? Das ist das letzte Mal! Das letzte scheiß verdammte Mal, dass ich deinen scheiß Arsch rette! Wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst! Meine Eier! Und, wann kämpfen? Wenn du unbedingt mit jemandem kämpfen willst, dann geh zu meinem scheiß behinderten Bruder! Ich bin dem ganzen Rotz hier leid! Oh, geil. Fuck. Ja, bitte, kleine Aggressionsstörungen, ne? Der liebe Mario, ganz klein. Geil. Okay, da oben kommen ein paar Klötze hin. Und hier bauen wir eine Grube hin, da fällt er dann direkt rein. Und ich denke, dass wir hier eine Fragezeichenbox mit 5 Münzen drin hinmachen sollten. Klar soweit? Oh hey, wir sollten eine Röhre direkt hier hinbauen. Das würde... Wow, 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 wow. Hör zu, ich bin hier der Level-Designer. Klar soweit? Oh, ja, Sir. Sorry, ich Sir. Bin der Level-Designer. Hey, ja. Du! Wer? Ich? Glaubst du, du bist clever? Hey. Der wird jetzt bestimmt sagen, der hier oben ist der Level-Designer. Also, ganz ehrlich, also, wenn ich so einen Chef hätte, ne, und ich so ein Projekt zu Ende gemacht hätte, ne, und der so gefragt hätte, wer die Scheiße verbockt hat, ich so, es war mein Kollege hier, ich war's nicht. Hältst du dich etwa für lustig? Gedenkter Chor, du Arschkeks! Jesus, Maria und Josef, warum so aggro? Etwa wegen der Röhren? Die Röhren, deswegen den Röhren, die Gruben, die gottverdammten Bodenranken! Ja, aber die Ranken helfen dir doch an sehr hohe Orte zu kommen. Es sollte erst gar keine gottverschissenen hohen Orte geben! Hey, ich baue dir aber auch eine Menge Sachen, die dir helfen. Zum Beispiel die Pilze oder die Feuer. Oh ja, danke! Ja, das ist eine echte Bereicherung, bei der ich meinen beschissenen Schädel an so einen verkackten Stein knallen muss! Nur um an einen der verfickten Pilze zu kommen! Der nach Hundepilzen schmeckt! Das ist so geil! Und mich nicht mal high macht! Ja, aber wo sollen die denn sonst hin? Lass die halt auf den... Wo soll die sonst? Ich finde das so geil. Scheiß Boden! Ist das so schwer? Du schwanzlutschende Fickbratze! Okay, aber was ist mit den Münzen? Ich meine, ich lasse hier einen Haufen Knete rumliegen, nur für dich. Statt mir diese beschissenen Münzen hinzuwerfen, könntest du auch einfach einen verkackten Walmart bauen! Alter, was willst du denn von mir? Hör auf! Ich weiß nicht, was sich daran aufgeilt, mein Leben zu einer beschissenen Hölle zu machen. Aber also ich würde sagen, er war's. Wenn ich über eine Grube springen muss, eine Röhre runterrutschen muss oder eine einzige gottverdammte Ranke hochklettern muss, werde ich dir persönlich den Kopf abhacken und dir meine Scheißladung in den Hals feuern. Das ist so geil. Kapisch? Ja, Mann. Gut. Ja, Mann. Danke, ihr Lutscher, dass ihr meine verkackten Spiele spielt! So geil! geil! Du abgefuckte, gottverdammte Hure! Von wegen gottbeschissene Periode! Du willst bloß nicht ficken! Und das ist mir scheißegal! Denn wenn du auf deinen Knien liegst, werde ich ihn dir in deine Fresse rammen und meine Scheiße in dir entladen!
Luigi? Oh, nee, hallo, nicht. Officer. Oh, hey, Mario, alles fit? Hey, Mario, alles klar. Hör zu, wir haben Beschwerden von einem anonymen Anrufer bekommen und sind nur vorbeigekommen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Oh ja, wir gucken nur gerade die Sopranos und da... Wie geil ist das denn? Sorry. Oh, eine gute Serie, Mario. Gute Serie, Mario. Ja, die Sopranos sind cool. Alles klar, scheint alles in Ordnung zu sein. Sehen uns dann später, Mario. Vielen Dank, dass ihr nach dem Rechten gesehen habt, Jungs. Dieser elende Hurensohn! Komm raus, du blauer Bastard! Willst du einen aufs Maul? Warum rufst du die verfickten Bullen? Das war bitter nötig! Wundert mich, dass sie dich nicht eingebuchtet haben! Ich bin eine Nummer zu groß für dich! Einfach eine Nummer zu groß! Die einzige zu große Nummer, die ich... Weil ich finde das einfach, das Bild übel smalerig hier hinten so im Hintergrund, so zwei lächelnde Werke, das ist so geil. Ah, geil. Sie ist Piazzes Arsch! Über meine verkackte Schlampe! Sie hat ein Durchfallproblem! Das bumst mich ein Scheiß! Ich komm trotzdem rüber und fick ihr ins Gesicht! Komm doch rüber! Sicher, dass du das willst, Mann! Sicher, dass du bereit bist für blaue Wichse über den Titten deiner Braut! Kacke, wie ich das bin! Willst du dir das echt geben, Mann? Willst du endlich mal sehen, wie sich deine Braut beim Orgasmus anhört? Das hör ich jedes verfickte Mal von ihr! Beweis es, wenn du dich traust! Komm doch her! Ich fick dich! Fick dich doch selbst! Es ist geil. Ja, ganz normale Gespräche unter Nachbarn, ne? Also, führe ich auch jeden Tag mit meinem Nachbar. Also, ist so ein Tagesgespräch bei uns. Ich bin da! Heilige Scheiße, so ein verwichster Tag! Hä? Mario, ich habe deine Prinzessin entführt. Schon wieder. Verschissenes Echsenvieh! Dem dreh ich die Eier bunt! Yoshi, wir müssen... Oh, du elender Tittennuckler! Ey, das könnte ich sein, ne? Also, bitte. Da haben die mich gecastet, ohne dass ich das wusste, dass die mich gecastet haben. Ja, was soll denn das? Ich wollte hier nicht mit dabei sein. Das lasse ich streiken, das Video. Ich möchte hier nicht vorgeführt werden. Nicht nur an, du gottloses Miststück! Oh. Oh. Warum musst du auch jeden Scheiß fressen, der auf der Straße rumfliegt? Schmeckt jetzt halt. Zwingst du mich, diese elende Bitch alleine zu retten! Mario, du musst uns helfen! Ich weiß! Hat die gottverdammte Prinzessin entführt! Und ihr seid zu Gehirn amputiert, um sie zu retten! Wow. Du musst nicht gleich so ausfällig werden. Lass meinen Schwanz! Du fetter Scheißesel! So big Scheuer. Das bin ich auch einfach. Schön faul auf der Couch liegen und dann immer so. Da kommt meine Zunge auch immer sehr weit, ne? Also, komm bis zum Kühlschrank, du. Ja, ja, ich kann, ich hab, ne? Ich. Gut, das lasse ich übers Thema, es wäre sonst P18, ne? Also, ich habe halt eine lange Zunge und krieg damit meinen Kühlschrank auf. Ich hoffe, du kriegst einen so großen Herzinfarkt, dass er deine ganze Scheißfamilie ausrottet! Oh, jetzt scheißt er auch noch auf meinen Rasen! Mario macht's ja weg! Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Mario eigentlich ein richtiger Deutscher ist? Mario ist eigentlich so ein richtiger Deutscher. Ist halt wirklich so, ne? Der regt sich auf, ja gut, das ist aber, würde ich mich auch aufregen, dass die Nachbarn sich beschweren, ne? Der regt sich auf, wenn auf dem Rasen gekackt wird, also ist ein richtiger Deutscher, du. Ich, fällt jetzt nur noch hier dran. Du musst das wegmachen! Und zwar mit deiner Zunge! Weißt du was? Lass es einfach liegen! Wenn ich diese Hure nach Hause bringe, weiß sie ja, wohin sie sich verkriechen kann! Hey, Mario! Bowser hat die Prinzessin wieder... Ich weiß, du elender Hurensohn! Oh, geil, ey. Ich bin ja so geil. Oh, schon der Blick, ey.
Ey, verpiss dich, alles klar? Gott verdammt, lass mich diesen Level in Ruhe alleine fertig machen! Verfickte Arschclown! Oh, ja, Mann! Lauf unter mich, damit ich dir meine Schwänze reinstecken kann! Das sollen Schwänze sein? Ich dachte, das wären Stacheln! Oh nein, Mann, das sind Schwänze! Ist das bescheuert? Es muss einfach nochmal. Clown! Oh, ja, Mann! Lauf unter mich, damit ich dir meine Schwänze reinstecken kann! Das sollen Schwänze sein! Ich dachte, das wären Stacheln! Oh nein, Mann! Das sind Schwänze! Hey! Oh, Scheiße! Habt ihr euch verlaufen, ihr kleinen weißen Schwuchteln? Oh ja! Es fühlt sich an wie Naschi-Zeit! Schieb ab, du kranker Ficker! Oh, ich bin ein kleiner, dreckiger Wienerhund! Ich hasse diese Schlosslevel-Scheiße! Alles hier ist beschissen! Ich hab euch gesagt, Ihr Scheißer, seid verfickt nutzlos! Alles, was ihr macht, ist mich zu verfolgen! Und wenn ich mich umdrehe, versteckt ihr euch wie ein Haufen feiger Fotzen! Ihr seid eine nervende, dumme Substanz! Und alle anderen sind Schwänze! Ihr solltet der Welt einen Gefallen tun und euch selbst umbringen! Schon wieder! Wow, stopp! Ey, es tut mir leid! Alles klar, es tut mir leid! Verpiss dich, du dreckiges, perverses Stück! Ich will deine Pipi in meinem Mund! Verfickt abartig! Hey! Ihr habt mich also nur verarscht! Oh, ja! Komm schon, Mann, steck deinen Finger in mein Po. Piss dich weg, du Vergewaltiger! Ich geb meinen Fick auf diese Schlösser! Ich will deine Schokolade essen, Dude. Das ist krank! Lass mich dein geiler Wichscontainer sein. Komm zurück, versenk deine Zähne in meine Nussbutter. Okay. Scheiße. Oh, war das geil, ey. Das war einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video.